Oh, Alter, was geht ab, Leute, hier? Gehypter Onigiri-Laden wird jetzt abgecheckt. Angeblich der erste, aber ich glaube nicht. Ich muss mal nachschauen. Ich kenne, glaube ich, einen anderen. Plus, ihr wisst natürlich, für den Boy Zorro, Mann. Zorro und Onigiri. Neuester Hype, Leute. 11 Stück gibt's. Kollegin schnappt sich noch ein paar Bengi, weil die einfach zu billig sind. Dann suchen wir ein stilles Örtchen und zerstören die hier. Zu saftig hier, Leute, zu saftig. Und kranke Preise. Schöne Aussicht, Leute. Kunstakademie. Das ist unsere heutige Location. Kuss geht raus an die. 11 verschiedene haben die. Und die gönnen wir uns alle. Wie soll man das teilen? Das ist nur so vorne ganz wenig Ding. Beiseite. Innen ist ja die Füllung. Ist es? Ja, natürlich. Ist innen die Füllung, Leute. Innen ist Füllung und der ist sehr lecker. Was ist das für eins? Wasabi, Lachs. Ah, dann ist es der geräucherte Lachs. Ich glaube Avocado. Lachskaviar mit Ei, Leute. Oh ja, eingelegtes Ei. Sollte ein halbes eingelegtes Ei sein. Auch nicht schlecht. Teriyaki Beef. Teriyaki Beef. Und was ist das? Glibber? Eigelb. Ja, Sake Eigelb. Das ist auch gut. Die sind alle gut. Shiitake Tofu. Das heißt Pilz und Tofu. Auch gut. Aber hier ist der Flavor zu schwach und das Reis zu viel. Da sticht es nicht hervor. Bei den anderen war mehr Power. Hier geht es ein bisschen im Reis unter. Ja. Orangene Creme. Mehr kann ich nicht sehen. Nicht. Chili Hummus, vermute ich. Mit Chili gewürzt. Nicht mein Favorit, aber wer auf Chili mag, steht. Ist einfach so wie Nackter mit Chili Soße. Wakame. Mit Röstzwiebeln und Teriyaki. Wakame. Wakame. Mit Röstzwiebeln anscheinend. Und Teriyaki. Gefällt mir. Hm? Also Beef und Ei war bisher am krassesten und der Standard mit Lachs. Aber Wakame auch nicht schön. Ja. Wakame ist aber eh schon eigentlich. Trüffel, Mayo, Rucola. Oh, Trüffel, Leute. Trüffel, Mayo, Rucola. Wir gehen rein. Ein bisschen chilliger wird es schon. Also riecht sehr gut nach Trüffel. Riecht nach Trüffel. Schmeckt so wie Trüffel-Sushi, aber ohne den Fisch. Ja. Nicht mein Favorit. Der Original. Besser als so manche besonderen. Ja, der hat halt keine Füllung. Das ist gut. Das ist gut.
I know. Deswegen ist es auch der letzte. Ja, Kimchi, Mann. Ich mag den Geschmack von Kimchi einfach nicht. Kimchi ist gut? Kimchi ist gut, sagt sie. Wir brauchen wieder den Tag. Ja, tschüss. Welche? Ein brauner und ein gelber. Erstmal der braune. Das ist Ume Anko, japanische Pflaume. Süß! Ume Anko, japanische Pflaume. Der ist viel klebriger, hat kein Blatt. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Vielleicht ist die Nachspeise. Das ist die Nachspeise. Oh, jetzt schon. Die zwei sind die süßen. Ah, der ist lecker. Der ist sehr lecker. Kokos Mango. Kokos Mango. Hier ist die Konsistenz auch ganz anders. So wie Soy. Mhm. Sticky Rice. Boah, der ist geil. Zeig mir die Kamera. Kokosmilch, oder? Mhm, der ist sehr geil. Kurs geht raus an Onigiri. Ob ihr die ersten wart, das überprüfen wir noch. Aber sehr schmackhaft. Alle zwischen 3 und 5 Euro. Ich glaube, der billigste 3,50. Teuerste 4 irgendwas. Sehr gute Lage, direkt Uni. Ganze Studenten. Der Hype. Tschuuu. Look at these guys. Ich glaube, das ist eine Sesam-Erdnusssoße. Sesam-Erdnusssoße. Soja, Mann. Soja-Soße. Wenn du Sushi essen gehst, Sojasauce oder irgendeine komische Erdnusssoße? Soja. Ja. Wie kommst du, dass du jetzt auf einmal Erdnusssoße raus hast? Denkt ihr, Onigiris sind das Essen des armen Volkes, Leute? Weil am Ende des Tages ist es 99% Reis. Ich muss sagen, der mit Eis ist extrem krass. Der schmeckt mir sehr gut. Stell dir vor, du hättest einen Onigiri-Stand. Ja. Schon jahrelang. Und es läuft nicht. Vor allem kommt so ein neuer Stand und der schlägt ein wie eine Bombe. Erstmal jealous. Zum Shit und dann frage ich mich, was ist falsch. Der schmeckt mir auch sehr. Der klassische mit Lachs. Geräuchertem Lachs. Wie viele glaubst du, ist so ein normaler Mensch von denen zum Mittagessen? Maximal 2. Also ich schaff gerade mal einen, aber ich esse auch wenig. Bei den Männern. Das ist gerade 11 Bissen. Ja? Du hast den hier ganz, das sind cool. 4 Stück oder so. Aber du hast die großen Bisse oben. Die zweite. Also 2 ist genug, 3 um zum Saft schwer. Ich esse hier jetzt gerade 7 oder so. Ja, aber bei dir passt auch mehr rein als bei mir. Ich habe ja gesagt, ein normaler Mensch. Ja. Ich habe nicht gesagt, wie viele würdest du essen. Normal, keine Ahnung. Nee, ich will den Preis ausrechnen, weil sagen wir... 2 bis 3. Einer sagt, okay, wir gehen jetzt dort Mittagessen. Und der, im Schnitt sagen wir 3. Dann würde er... Keine Ahnung, so 12 Euro oder so ausgeben für das Mittagessen, was okay wäre. Aber was ist, wenn jetzt Leute 5 oder 6 essen müssen, dann müssen sie schon über 20 ausgeben, was dann nicht mehr ganz so okay wäre. Für mich ist das ein XXL-Sushi. Und von Sushi esse ich 20, 30 Stück. Das ist auch kein Sushi. Es hat dieselben Komponenten. Blatt, Reis,
Topping. Und das in ein bisschen größer als ein Sushi. Schreibt unten in die Kommentare, Leute, wie viele von denen hättet ihr nicht jetzt maximal zerstört, sondern so für eine normale Mahlzeit. Was gibst du dem Laden? Überraschend gut, finde ich. Gut, erzähl mir. Ja. Von den Chinamans. Die haben die geklaut. Ja, also das machen wir eigentlich immer, die Vietnamesen. Aber das waren diesmal Chinesen, die die Japaner nachgemacht haben. Aber die Chinesen haben auch Standard diese Erdnuss-Sesam-Soße. Mehr als die Hälfte der Koreaner in München ist von Vietnamesen, Leute. Der Original ist auch gut. Der Original ist auch gut. Die Soße ist auch gut. Und das wird auch mein letzter. Ich spüre es. I'm full. Und ich wollte danach vielleicht noch ein Bangli essen. Komplett unterschätzt. Du wolltest noch ein Bangli essen. Ich hab doch gesagt, das wird reichen. Ja, und dann habe ich dir geschrieben. Neun, oder? Nee. Ich hab das echt unterschätzt. Ich dachte halt, das sind Snacks. Nein. Den muss ich zerstören, Leute. Der fließt sonst aus. Gibst du, er ist auch gut. Das ist Bombe. Ihr wisst Bescheid, Leute. Bubble Tea Time. Wir testen noch Bubble Tea. Wir sind wirklich weit gefahren. Einer der entferntesten Bubble Tea in München hier. Also zumindest für uns. Der ist irgendwie an oder in einem Dojo. Bubble Tea, Leute. Dojo. Lust auf Bubble Tea? Und Lust auf Taekwondo? Let's go! Überraschend cool. Und da ist einfach Dojo. Schaut's mal, Leute, voll geil Namen. Der Hulk, Happy Do, Tiger. Oh, Tiger ist meiner leider. Noch nicht. Da. Ich mag die Farbe. Und da, jetzt. Der Tiger, der Original Milk Tea mit Tapioca. Aber der sieht sehr milchig aus. Ist da Tee überhaupt Tee drin? Er schmeckt so wie ohne Tee, Mann. Da steht auch nur mit Milch. Wieder ein Fehlkauf. Das ist mir schon das zweite Mal jetzt passiert, Leute. Wieso steht denn da? Du hättest das Master nehmen sollen. Schwarzer Tee, Milch mit Tapioca, Bobas. Oh mein Gott. Ah, das ist solide. Der schmeckt aber nicht nach Tee. Weiß ich noch, was das schmeckt. Er schmeckt einfach nach Grün. Ja, aber nicht Kumpel. Doch, leicht. Dann schmeckt wirklich nur noch Milch. Leider ein Fehlkopf, Leute. Die dürfen den Original, also den Milch, den nur milchigen ohne Tee, nicht den Original nennen. Weil der Original ist mit Tee. Bin jetzt schon zweimal drauf angefallen. Stand Original? Ja, yeah, Tiger Original. Vor allem nicht. Nein, als da stand nicht. Da steht optional laktosefrei. Ja, und was hat das damit zu tun? Hast du Original falsch gelesen? Da steht Classic. Ja, Classic ist doch Original. Das ist Master. Master ist auch Classic. Master ist mit Tee. Das nicht richtig gelesen. Keine Bewertung, Leute. Und wir kommen nicht nochmal her, weil der weit weg ist. Ich kann nur sagen. Der ist süß, coole Location. Die beziehen ihr Ding von Nature. Deswegen Qualität ist in Ordnung, solide. Gerne haben noch einen leichten Biss. Sie sind auch leicht gesüßt. Also für ein Bubble Tea einfach so in einem Dojo drin, ist er solide. Also hätte ich eine Trainingseinheit in diesem Dojo und danach ein Bubble Tea. Wäre okay. Würde ich auf jeden Fall machen. Crazy, Digga. Milk only.
schmeckt gar keinen Tee raus. Also setzt hier nicht keine neue geheime versteckte Perle, die nächste Nummer 1 wird, aber für das, was es hier tun soll, für die Kundschaft, das geht voll klar. Es kommt halt immer auch auf die Location. Schmeckt das? An sich schon, ja? Ich hab leider einen Fehlkauf gemacht. Er hat falsch gelesen. Ich hab falsch gelesen. Hättest du gern? Gern mit Schwarztee. Das ist nur Milch. Boah, danke. Ja? Oh mein Gott. Kurs geht raus an die Chefin. Super nett und bezaubernd. Kommt vorbei. Schaut Leute, wir kriegen noch einen, den Master. Ich habe den Tiger genommen. Weil Tiger, Katze, Milch und so. Aber der Master für den König der Mine, für den Master der Mine. Der hatte ordentlich Wumms. Ah, schaut's. Bisschen dunkler. Jetzt nochmal mit Schwarztee, Leute. Damit wir den direkten Vergleich machen können. Immer noch sehr milchig. Aber da schmeckt man schon Tee. Schmeckst du keinen Unterschied? Ich schmeck keinen Unterschied. Wie dem auch, ne? Doch, ich schmeck einen Unterschied. Ein kleiner, ne? Klein. Also an der Mischung müssen sie noch ein bisschen arbeiten, aber weiß nicht, ich denke mal, hier kommen viele Kids vorbei. Die mögen vielleicht nicht so den alten, bitteren Tee, sondern ein bisschen was Fresheres. So wie der alte Mars mit seinem Bart. Ja, den muss ich erstmal ausgeben, sonst kann ich nicht direkt kaufen. Richtig. Die werden da ausgenommen. Mal kurz. Und die Giri muss noch von zu Hause. Oh ja, ich muss noch zum Auto. Oh mein Gott. Ohne Gigi haben wir auch noch Leute. Ich habe keinen Platz dafür. Schaut mal, der hat sogar einen Schwarzgurt. Ihr hört die Heizung im Hintergrund. Der Winter ist da. Oh, bang, ohne Gigi. Hype des Todes. Neu in München, neuer Trend. Zufällig bin ich Ende des Monats in Berlin. Und da habe ich auch gesehen, der erste ohne Gigi Shop. Wird aufgemacht, der wird auch abgecheckt, direkter Vergleich. Aber ich muss sagen, das ist nicht der erste in München. Die nennen sich der erste. Ja, okay, Definitionssache. Die sind der erste reine Onigiri-Shop. Aber es gibt einen Japaner, der eine Menge Onigiris verkauft. Den werde ich demnächst abchecken, weil ich finde es ein bisschen schade, denn die gibt es schon lange. Die sind OG, die sind oldschool. Null Hype. Dann kommen die neuen daher. Hype des Todes. Keiner weiß von dem anderen Laden Bescheid, obwohl es sie schon viel länger gibt. Finde ich schon ein bisschen schade. Deswegen werden die abgecheckt und irgendein random Bubble Tea Laden in irgendeinem Dojo. Richtig Karate Kid Style. War solide, kann man machen, vor allem nach einer Trainingssession. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweitkanal, der Mine. Serious Business und ciao.